ist dabei, das habe ich gerade schon erwähnt. Leni ist im Hintergrund. Ja. Hört sich manchmal an wie ein Mensch, manchmal wie ein Tier. Das müsst ihr einfach so ein bisschen einfach ignorieren. Und ansonsten, wir fangen jetzt an mit Are You The One. Für alle, die es auf YouTube sehen, der Link zu TV Now ist in der Videobeschreibung. Kuss. Oh, ich bin irgendwie aufgeregt, okay. Hörst du was? Ja, ne? Mhm. Gut. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer mit moralischen Wertvorstellungen nicht geeignet. Aber lustig. Okay, das war schon mal ein bisschen cringe, ne? Warte, man hört's gar nicht. Ich weiß nicht, ob es das jemals bei Are You The One gab. Ach du Scheiße. 120 Akte. Nein! Check dir das Spiel. Oh nein, das wird ultra cringe, ne? Ich sag's dir jetzt schon, wie es ist, Leni. Es wird ultra cringe. Ich freue mich so. Es wird ultra cringe. Oh mein Gott. Wir haben uns auf alle Fälle gefunden. Das wäre so krass, wenn die kein Perfect Match wären. Was? Ups. Welcome to the reality. Das wird noch richtig eskalieren, die drei Wochen jetzt. Was? Was? Was ist mit dir falsch? Hat ihr gar nicht geschubst? Was? Das wird ja komplett eskalieren. Ja, ja, die haben sich geboxt. Und der schreit die einfach an. Hä? Wie geil. Ich liebe sowas, ja. Liebe Freunde, das wird geil. Wobei, ganz ehrlich, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Du wirst dich vor ganz Deutschland blamieren. Halt dein Maul! Hör's auf! Oh mein Gott. Weil du Wie random war diese scheiß Katze gerade? Das war schwierig, das ist mir auch gerade. Geil. Verpiss dich jetzt Irrenhaus, hier, Wahnsinn. Hey, geh zu deinem verpissenes Bett, Mann! Du Klapp! Was? Hey, Leute, jetzt passt schon, ich krieg Kopfschmerzen, bitte! Was? Er hat gerade alles gekillt. Leute, passt schon. Man hört, man wird Leni einfach die ganze Zeit nur im Hintergrund lachen hören, Leute. Die ist aus wie Loredana, die blonde gerade. Ja, ne? Dachte ich mir auch gerade. Das Griechenland? Sieht so aus, ja. Willkommen in Griechenland. Oh. Willkommen bei Are You The One? Ja, ich bin der Sunnyboy hier und wo ich bin, da scheint die Sonne. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich sehe vielleicht aus wie eine Tussi, aber in mir steckt... Warte, warte, ich muss mit dem Chat kurz kommunizieren. Leute, der gerade drin war. Ja, Date oder kein Date? Schreibt mal rein. Interessiert mich mal. Weil der ist schon hübsch. Der ist schon hübsch, aber ich mag den nicht. Also ich kenn... Von welcher Serie kenne ich den? Ex on the Beach oder so. Irgendwo war der. Der ist so... Dings. Eingebildet. Echt? Ja, ja. Ja, okay, sind so 60-70% sind kein Date. Aber schon ein paar dabei, die würden Dings wegjubeln, ne? Ja, ja, ich merk schon. Stark, okay. Ganz viel mehr. Ich bin ein Spaßtyp, aber auch ein ernster Typ. Also ich bin genau das gute Zwischending von dem Ganzen. Nee, nee. Tja, warum ich hier bin? Weil ich mein Perfect Match finden möchte. Also ich habe kein Problem damit, auf eine Frau zuzugehen. Aber ich wurde mein Leben lang schon immer... Oh, der ist schon... Nee, auch nicht. Aber der ist hübsch. Aber der sieht aus, als wäre der halt schon so 35, 36, ne? Der ist noch 33. Oh, das steht da, lol. Du musst jetzt bei jeder Frau sagen, ob Dates. Und ich muss bei jedem Typen sagen, okay? Okay. So ein bisschen in eine Schublade gesteckt. Ich sei arrogant, oberflächlich. Herzlich willkommen zu meinem neuen Apartment, Junge. Und mir ist, ne? Ich denke, dass ich noch... Leider echt gar nicht meins. Na. No. Kein Date. Ich mag die Tattoos nicht. Ich mag die Augen, aber der Rest ist... Also, ne, Leute, das ist gerade nur oberflächlich, ne? Also, ja. Vergesst das nicht, Dings. Wir reden nur über die Oberflächlichkeit, nicht über die Person. Die ist bestimmt eine super tolle, liebe, nette Frau. Aber, Dings, die Lippen sind ein bisschen auch too much, ne?
Ja, ein bisschen Schlauchboot-Vibes. Ja, ja. Aber egal. Geht nicht unter im Ozean, besser. Habe, weil kein Mann genauso verrückt war wie ich. Was? Alle meine Ex-Typen haben mich beschissen und das kotzt mich richtig an. Are you the one? Geiles Abenteuer, geiler. Ja, nein? Nein. Nein, okay. Was hat er da für ein Tattoo, dieses Auge? Was soll das sein? Stimmt, das ist so ägyptisch oder sowas. Das sieht aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Nein, nein, das ist so. Das gehört so, aber es hängt da so ein bisschen in Lost rum, weißt du? Weil rechts davon keine Tattoos mehr sind, ist das da so alleine. Ja. Okay. Kalte Drinks und hoffentlich die Kohle. Aber sehr weiße Zähne, der Bruder. Ich bin richtig gespannt, was die Experten denken. Krass, krass, dass die, also die gehen echt auf gemacht. Ne? Ja. Ja, ist zu voll also der Beauty-Standard. Hübscher als die davor. Also ein bisschen natürlicher, aber trotzdem wäre das bei mir eine 2, Leute. Denken, was für ein Typ Mann zu mir passen könnte. Ich habe noch nicht den richtigen Mann fürs Leben gefunden, weil ich sehr, sehr anspruchsvoll bin. Sagen sie alle, ne? Mein Aussehen ist mir sehr, sehr wichtig. Ich verbringe sehr viel Zeit vorm Spiegel. Leni, wenn du in Köln irgendwann feiern gehst bald, ne? In naher Zukunft. Und dann bist du so ein Vanity. Das ist so, die Leute, die dort bei Are You The One sind, das ist so, die sind auch im Vanity. Das ist so ungefähr, weißt du? Weiß ja, wo ich nicht hingehe. Nein, ist okay. Im Chat hat gerade jemand geschrieben, Leni, sorry, aber hier sagen alle Masala wegen Vibes und so. Also musst du auch Masala sagen. Okay, sorry, Masala. Anständig, finde ich gut. Leute, eins im Chat, wenn Leni toll ist und sich sehr gut schnell anpassen kann. Also meine Lippen, die sehen so juicy gemacht aus, so lecker irgendwie, keine Ahnung. Ja, die sind schwer. Schön voll und haben eine schöne Form. Schwer. Schwer. Das ist ihre eigene Einschätzung, ne? Stark. Aber stark. Ich bin vom Beruf Influencerin und bin richtig abgefuckt von Typen, die mich nur wollen, wegen meiner Followerzahl auf Instagram. Nein, hat sie nicht gesagt. Oh mein Gott. Hast du gehört? Ja, ich will wissen, wie sie heißt. Ich will die jetzt auch stalken. Warte, ich guck mal, ob ich die hier Bildschirm stalken kann. Leute, weiß jemand, wie ihr Instagram heißt? Schreibt mal schnell in den Chat auf Ehre. Ich brauche den genauen Namen, aber über Link muss der Name genau sein. Oder vielleicht findest du es schnell daraus. Laura, ja, aber wie auf Insta? 53k. Und sie ist gerade bei Aldubon. Nein, nein, warte mal. Sie ist gerade dort. Sorry. Fällt mir jetzt erst auf, sorry, Alter, wie peinlich. Was ist peinlich? Dass sie sich Influencerin nennt. Ja, ja, aber warte mal. Vor Are You The One hatte sie ganz sicher nicht 53k. Ja, eben, deswegen ja. Da hatte sie wahrscheinlich 20 oder 30 oder so vielleicht. Nein. Stark, Leute, stark. Laura, ey, ich gebe ihr gerade Shoutout, ne? Fällt mir gerade auf. Wenn ihr jetzt alle folgen würden, die hätte schon 55k. Okay. Ich hab mal alle in ihre DMs. Sedo und Leni grüßen dich. Ja, schreib mal Dings. Mach mal Story mit Swipe Up zu Sedos Twitch-Stream. Okay, wir machen weiter, liebe Freunde. Let's go. Ey, du hast so krasse Augen. Sind das Kontakte? Nein, sie echt. Aber viele denken das. Das ist das Ding, weil ich so dunkle Haare habe. Deswegen bin ich im Kontakt. Oh, das ist mir in einer Frau sehr wichtig. Krasse Augen. Okay, Leni? Oh, die Augen sind krass, aber... Nee. Also, da fällt gerade irgendeiner mit... So eine richtig asoziale Musik an meinem Haus vorbei. Dings, dieser Marcel ist auf jeden Fall der Typ, der dort am krankesten ist, sagen alle. Ja, alleine, also, ja, aber die Augen sind echt geisteskrank. Ich glaube, der kommt richtig gut an bei denen. Ja. Aber ich bin auch richtig picky, was sowas Fleisch angeht. Also ich muss damit arbeiten können und immer schöne Füße und schöne... Ich finde die Augen aber schon fast, also ich sag dir ehrlich, ich finde die Augen schon fast so hell, dass es gruselig aussieht. So ein bisschen Angst ja, auch macht. Ja, ist halt zu ungewohnt. Ja. Hände haben. Es ist halt sehr schwer, eine Frau heutzutage zu finden, weißt du? Die halt zu einem passt. Ja. Das ist so schwierig. Und das ist so. Nur Blondinen, ne? Merkst du? Ja. Mann, ja, auch gerade. Sascha. Sascha. Wo kommst du her? Aus Essen. Essen? Köln-Bonn. Ist ja nicht weit weg. Geht ja. Die ist süß. Die Jill, die hat irgendwas, das catcht mich so. Ach, muss ich jetzt sagen? Nö, ich habe einfach so gestoppt, natürlich. Nee.
ich weiß nicht, die geht an mir vorbei und die guckt und das catcht mich irgendwie. Also ich bin eine sehr spontane Person. Ich finde die richtig süß. Geht. Warum sagst du nicht? Ich weiß, ich am Überlegen bin. Ach so. Es geht ja, um was geht's denn? Um daten, ne? Man würde daten oder nicht daten. Ja. Dann würde ich sagen, nein. Aber daten ist halt auch schon so, guck mal, allgemein ist meine Einstellung gerade so, dass ich keinen Bock habe zu daten. Deshalb, es wird allgemein schwierig sein, dass irgendeiner dabei ist, wo ich sagen würde, oh ja, die würde ich daten. Weißt du? Ja, du musst einfach nur vom Aussehen her gehen, ob die dir vom Aussehen her so gefällt. Okay. Ja, nee. Ich liebe Abenteuer. Und ich bin aber sie ist bis jetzt von den dreien die natürlichste und ich hübscheste. Und ich habe mich bei The One beworben, weil ich einfach Bock habe auf so ein Abenteuer. Ich stech schon aus der Macht. Und ich mag diese Nasenring, der ballert bei ihr nicht so. Aber die hat ein richtig hübsches Gesicht. Ja, ja. Raus, weil ich einfach einen besonderen Look habe. Ich brauche nicht den perfekten Mann. Was ist das für ein Song? Ich gibt's nur einmal und deswegen gibt es für mich auch keine Konkurrenz. Komm, wir checken mal. Ich komm nachgestockelt. Du bist die einzige Frau, aber ist nicht schlimm. Also ich war erstmal so voll. Nein. Neben mir und wusste gar nicht wohin und mit wem ich reden soll. Wie heißt du nochmal? Leo. Leo? Leonie. Also Leonie. Kann das sein, dass wir zwei Küchen haben? Nee, draußen und drin, ne? So, sonst geht's doch immer darum, wer die besten Betten kriegt, oder? Ist aber schön. Sollen wir mal schön gucken? Okidoki, dann lern mich mal kennen. Ich bin der Aaron und es ist mir sehr wichtig. Oder im zweiten Satz? Ich schwöre, Alter. Er sagt nur, hi, ich bin Aaron. Nee, besser gesagt, das ist der erste Satz. Der erste Satz. Ich weiß nicht ganz, wow, ob ich die große Liebe hier finden werde. Ja, der hat auch schöne Augen. Ah, der ist aber auch, der ist wirklich hübsch. Ich fühle nur die Frisur nicht. Die Frisur ist saulangweilig. Ja, hätte der lange Haare. Ja, ja. Hätte der lange Haare, ciao, ne? Ist top. Und wenn ein anderer Mann auf dieselbe Frau steht wie ich, dann entscheidet sie sich eh für mich. Boom, boom, raum, da haben wir ja. Mutige Aussage. Ja, ja. Ja. Starke Aussage. Victoria's Secret, nein. Kann man sich ja schon denken. Für Sex. Der Boom-Boom-Raum ist für Sex gedacht. Nein. Oh, Bro, hab ich... Hier will ich ein paar Shows sehen. Ist Sex sehr, sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. Muss man, warum sich sagt das jeder? Für, aber ich kann auch einfach mal so 2 Tage ohne Sex. 2 Tage. Ich bin Jermaine und meine Schwächen sind schöne Frauen. Die Frage ist nicht, wie kriege ich die Frauen rum, sondern wie kriegen die Frauen mich rum. Ich bin immer ein Gentleman, aber ich kann auch ein Arschloch sein. Sag mal so, wenn jetzt hier 1, 2 geile Eulen dabei sind, dann... Ich bin raus. Der sagt im Fernsehen 1, 2 geile Eulen. Alter. Ciao. Was geht, Bruder? Hey! Geil, Mann. Bester Aussichtspunkt. Ja, jetzt sind wir angekommen. Das ist, glaube ich, sogar Santorini. Ja. Tu nicht so, als würdest du dich auskennen. Aber ist der so groß? Wie groß ist der? Der ist echt groß. Der ist 2 Meter locker. Schlafen, Alter. Meine Taktik bei IO so. Aber groß. Ach nee, ich sag nichts. Ist krass, dass ich nicht weiterreden muss. Und ist auf jeden Fall authentisch und ich hasse dich, wow. Ach so, 1 oder 2? Nee, das sieht aus wie einer aus meiner Klasse irgendwie. Wie der Julian, ne? Wie was? Wie der Julian, der sieht aus wie ein Julian. Der sieht echt aus wie ein Julian. Ja, 2, Chat sagt 2. Oder wie ein Jan sieht der aus. Ja. Oder da kriegen ja meine Füße raus. Ich habe schon öfters die Frage gestellt bekommen, ob wirklich alles bei mir so groß ist und die Bestätigung hat auf jeden Fall gesagt, oh ja. Oh nein. Oh mein Gott. Ey, diese Scheiß-Sendung hat noch nicht angefangen, ne? Und ich wurde schon mehr unterhalten als von allen YouTube-Videos, die ich in meinem ganzen Leben angeschaut habe. Krank.
krank. Und gefällt dir jetzt irgendwer hier? Nee, ich muss echt sagen, eigentlich nicht. Also doch, hier, ich weiß nicht, wie er heißt. Der Älteste, der sieht so schön aus, der hat so schöne Augen. Und sein Körper, oh mein Gott, ich schmelze. Wo ist er denn? Dario ist es. Der ist meine Nummer 1 auf jeden Fall jetzt. Also am ersten Tag, sagen wir mal so, er ist meine Nummer 1. Wie alt bist du? 33? Na gut, ich dachte, ich bin der Älteste. 22. Wir haben einmal auf Instagram geschrieben. Wir beide. Niemals. Ja. Ah, solche sind das. Lol. Weißt du, was ich meine? Die schreiben schon vorher auf Instagram. Der hat sogar vergessen, das muss ja was heißen. Ja, ja. Ja, ich kenne solche Kandidaten, aber ich sag jetzt nichts. Was, ja? Christine auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes Mädchen, ja, sehr natürlich. Der redet voll, so voll, der hat so eine klare Stimme. Ich hätte bei dem so ein bisschen so diesen Slang erwartet, so ein bisschen asoziales, weißt du, was ich meine? Nee, ich nicht. Okay, perfekt. Da siehst du mal, darauf cheers. Cheers. Aber die würden passen, also optisch zusammenpassen. Mach den Lippen haben, ja. Hier Schminke die ganze Zeit, nur mit High Heels rumlaufen. Das ist natürlich schön zum Ansehen. Das ist die hübscheste bis jetzt, finde ich, vom Gesicht. Ja. Oder fandst du die andere hübscher? Ich fand die eigentlich... Ich glaube, ich fand die hübscher. Ja. Für eine Nacht. Aber nicht für mein Perfect Match. Du bist 22, ne? Ja. Ich glaub, du voll jung, ey. Wer bist du? 24. Krass. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, so 21. Mhm. Ich weiß, dass er ein bisschen Larifari ist. Ich weiß nicht, ob der gute Absichten, sondern sag ich okay, mal... Okay, das sieht dann irgendwie nicht mehr so gut aus. Also, wenn sich der Mund bewegt, ne? Da, bei dem einen sah die so ein bisschen so sun-kissed aus. Also so ein bisschen Sonnenbrand auf den Wangen, ne? Aber sie öffnet ihren Mund so komisch, finde ich. Also, okay, ich bin gerade sehr oberflächlich, Leute. Ich möchte jetzt nicht irgendwie komisch rüberkommen. So, ich meine, ne, nur, wir gucken Are You The One, was erwartet ihr? So, das weil die Liebe wirklich sucht. Aber ich möchte gerne älter sein, weil ich habe da kein Problem mit meinem Alter. Nein. Ich liebe es, älter, reif zu sein. Ich ziehe es zurück, natürlich. Wir sind auf einer Wellen. Sie ist hübscher als die davor. Länger, aber ich weiß nicht, ob das wirklich der Beziehung was wäre, ne? Aber vom Ort schon. Der komplett anders aus. Immer jung bleiben. Wer? Die, also jetzt in diesen zwei Szenen, sehen die einfach aus. Ja, auf jeden Fall. Forever 21. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall noch nicht sagen, jetzt nach 2-3 Stunden, was Sache ist so. Also ich weiß nicht, ob ich bei ihr bleibe oder nicht. Also ich sehe ja auch, sie sucht ja auch das Gespräch mit anderen. Ich hasse Frauen, die rauchen. Ich hasse Frauen, die rauchen. Ja, ja. Was erwartest du hier? Ja, erstmal auf eine neue Erfahrung, ne? Eine geile Zeit. Und klar, der Hintergedanke ist natürlich wirklich, das Perfect Match zu finden. Ja, das ist ja so, das ist die Aufgabe, ne? Ja. Ich bin Maximilian und ich bin ein Frauenschwarm und ich ziehe die Frau. Nein. Ich würde Frauen automatisch an. Ich bin ein sehr dominanter Typ und ich ordne mich nicht gerne unter einer Frau. Ich halte sehr wenig von oberflächlichen Frauen. Die Optik bei einer Frau ist mir sehr wichtig, vergleichsweise wie, ich kaufe ja auch kein Auto, wenn das Außen nicht schön ist. Was für ein Vergleich. Ich würde gerne wissen, wer mein Perfect Match ist. Ich auch. Die Männer sind irgendwie so nicht auf Angriff. Was ist dein Typ Frau? Erzähl mal. Komm, erzähl mal. Ich schwöre, wenn ich so eine Frage kriegen würde, ne? Ich, bei so einer Fernsehsendung, ich würde einfach aus Prinzip sagen, du, direkt, ohne groß zu reden. Dreck geklärt. Du siehst es schon voll durcheinander hier. Echt? Das ist ja nicht schlimm. Bei den Frauen weiß ich noch nicht so recht, wie es da aussieht. Hatten wir den schon? Nee, ne? Ich glaube nicht. Also, doch, den hatten wir schon. Aber er sieht sehr kindlich aus und redet kindlich irgendwie. Trotzdem süß. Ich habe da so 2-3 Favoriten. Erzähl. Schon so blonde Frauen und sowas. Die auf jeden Fall auf loyale Frauen sehr loyal sind und humorvoll. Hast du Humor? Ja, klar. Ja. Hast du Humor? Wie er die angrinst, Alter. Guck mal dieses Gesicht an. Dieser erwartungsvolle Blick. Oh, ich liebe es.
Aber die redet also, sie so sympathisch. Sie? Ja. Ja, sie redet auch so, als hätte sie was im Kopf. Ja. Erstmal so eingeschätzt, bisschen arrogant, aber da war ich sehr überrascht. Ich spiele gerade übrigens währenddessen mein Handyspiel. Das zum Thema, ich bin handysüchtig. Leute, ich hatte das neulich mit Leni Dings. Leni sagt, wenn sie eine Serie guckt, sie kann keine einzige Folge ganz durchgucken, ohne einmal am Handy zu sein. Kriegt ihr das hin? Ja. Kriegt ihr das hin, Leute? Ich kann jetzt auch nicht einfach nur diese Serie schauen, deswegen bin ich am Handy. Warum nicht? Und spiele. Weiß auch nicht. Ciao. Auf jeden Fall ins Gespräch. Man muss ja auch erstmal den richtigen Zeitpunkt finden, ne? Der kommt jetzt bestimmt wieder. Ja, der mit der weißen Cap. Ach so, ja. Ey, Leni, das triggert mich gerade voll. Ich habe so im Kopf, diese Blonde schon mal gesehen zu haben. Die ist safe aus Köln. Die Linke. Dazu kann ich nichts sagen. Naja, Influencerin, ne? Was hättest du? Was denkst du? Ich weiß nicht, kann ich gut schätzen. 25 bin ich. Echt? Okay, krass. Was ist dir so wichtig? Also, wenn ich so direkt frage, ja. Was mir wichtig ist, weil ich zwischen Ehrlichkeit und Humor. Also, wenn ich was will, direkt touchy, Alter. Nee, ich sag's nicht. Ich wollte was sagen, aber. Ich sag's nicht. In der Schweiz? Ja, wir haben schöne Berge, schöne Seen. Ich hab auch schöne Berge. Ja, bei uns sind sie noch so ein bisschen. Stark, stark. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich hab auch schöne Berge. Witzig. Das ist Natur, oder? Natürlich. Oder ist Silikon sehr ehrlich? Ich muss erobert werden und ich habe jetzt nicht zu irgendjemandem, wo ich sage, ich habe sofort die Anziehungskraft. Ich liebe ja ihre Stimme. Ciao. Sei doch ehrlich. Ciao. Ist Silikon oder ist alles gemacht oder sind deine Naturbüsse? Ja, nach was ist denn aus? Eigentlich also normal. Und wenn ich ehrlich bin, war es dann auch ganz angenehm, dass ich dann mal einen anderen Gesprächspartner hatte. Ey, ey. Du bist. Nein, okay, doch, ist Silikon. Doch, jetzt. Ich höre schon ziemlich oft, dass ich eine Milf bin. Ach, die ist Mutter. Also, mir ist schon. Ja, die hat gerade gesagt, die hat 3-jährigen Sohn, die ist richtig glücklich, dass sie ein Milf ist, Alter. Junge. Ja, ich bin echt, aber mein Charakter ist es. Ach. Nein, das hat einfach gut gemacht, ne? Also wirklich gut gemacht. Wie hast du gezahlt? 4.000? Alter, man lernt sich gerade kennen und was stellt er für Fragen? Er fragt nach Preis. Er fragt doch, wie ist deine Lieblingsfarbe oder so, aber doch nicht so. Er fragt nach Preis. Was hat gekostet? Sabrina, was willst du? Ich geb's dir direkt. Orangensaft. Orangensaft? Ja, aber. Frag nicht, was für Saft? Einfach Orangensaft. Hier sind leer. Das weiß ich auch, mein Freund. Ich merke halt, ich stehe halt nie alleine. Es kommt immer jemand auf mich zu, egal. Zum Beispiel. Die hat mir schon. Marco, hey Sabrina, du stehst alleine, ich mixe einen Cocktail. Kann ich dir eine Alternative anbieten? Ja, ich habe schon versucht, dir zu pressen. Du hast auch probiert. Er ist der Dann machen wir das ein bisschen so. Machst du ein bisschen Saft mit Fruchtfleisch und so? Oder? Ja, klar. Ja? Ich habe halt immer diese Aufmerksamkeit. Wow. Na klar, genießt man das als Frau. Schau, ich habe gerade die Ehre. Wow. Ja, du hast zwei Barkeeper. Wahnsinn. Zwei professionelle Barkeeper, die sich voll ins Zeug legen. Ne? Das ist aber süß. Und ich denke. Den finde ich irgendwie süß. Der gerade gesagt hat, mit voll ins Zeug legt. Mhm. Das ist für die einen oder andere nicht so gut ankommen und sich denken so, hey, scheiße. Ich bin Sabrina. Ganz ehrlich, wenn man gut feiern gehen will, dann hallo. Ja, ich habe einen sehr weiten Horizont. Also ich betrachte alles von vielen Perspektiven. Ja, nein. Die hatten wir schon. Das ist auch die. Echt? Mit dem Tattoo, ja. Oh, weil die sich gerade vorstellt.
Das ist dieses Vorstellungsvideo, ja. Also mein Traummann sollte dunkle Haare haben, dunkle Augen, größer sein als ich. In erster Linie falle ich aufgrund meiner verrückten Art auf. Ich bin eigentlich immer ein Mensch, der immer im Mittelpunkt irgendwie mit dabei ist. Und deswegen, ja, ich bin es schon gewohnt, dass wenn es in einem Raum geht, die Männer sich umdrehen und schauen. Katja 2.0 schreiben gerade, welche im Chat stimmt. Hat Ähnlichkeit, ne? Ein bisschen, vom Gesicht her schon. Ciao. Humorvolle, so ein bisschen Sarkasmus. Ja. Ich verstehe mich auch am besten mit den schlimmsten Schülern. Echt? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Voll. Gefällt mir. Und was machst du beruflich? Ich bin selbstständig. Hey, warum sind alle selbstständig? Influencer halt. Ja, viele. Ich habe halt angefangen zu studieren. Mhm. Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau. Und ich war voll unglücklich. Ich habe so gemerkt, ey, das inspiriert mich nicht. Das macht mir gar keinen Spaß. So, mach dir nichts vor, auch wenn ich das irgendwann gepackt hätte. Und dann habe ich halt einfach... Weil man bei der Arbeit auch Inspiration sucht, ne? Abgebrochen und habe sowas gemacht, was viel Spaß macht. Also ich bin so voll der Sonnenmensch. Marvin hat Piercings, hat Tattoos, hat mir sehr gut gefallen. Er hatte viel zu erzählen. Wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, also der Charakter ist mir unnormal wichtig, weil... Egal wie hübsch eine Person ist, wenn der Charakter halt irgendwie nicht stimmt und man ist halt nicht auf einer Welle so, dann macht das Optische sofort ein bisschen runter. Ja. So, und deswegen, es muss halt einfach passen. Kranker Philosoph, der ist stark. Und dann passt das in der Regel so bei mir. Ja, finde ich auch. Merkst du, auf welcher Schiene der ist, Leni? Nee. Der ist auf dieser, der entspannte Redner, der Dinge sagt, die Sinn ergeben, die jeder weiß, aber er sagt sie einfach nur, damit man so denkt, so wow, ja, stimmt, ja. So manipulativ mäßig? Nein, nicht manipulativ, aber halt, der sich so ins saubere Licht immer schubst, weißt du? Ja, ich glaube, der kann gut reden. Ja, genau. Das sind aber die Schlimmsten. Das ist der Erste, der in dieser, da bei dieser Stripstange in diesem Zimmer landet, wow. Wir hatten keine Gesprächspausen, was ich mal richtig, richtig wichtig finde. Ich bin auf jeden Fall gespannt, so, was ich auch passieren wird. Ich auch. Voll neugierig. Ich auch. Ja. On a summer evening. Sing mit. Just me in. Oh, geile Sugar. Zeit. Es werden noch Fetzen fliegen, glaube ich. Meinst Nein, du? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht, aber ich glaube schon. Weil ich bin ja so ein eifersüchtiger Typ schon. Ich bin Christine. Dass sie die so wenn man mir blöd kommt, dann muss man sich auf volle Tour meines die so Temperaments die so gefasst machen. Die? Ich glaube, die ist das, die im Intro so rumgeschrien hat. Krass. Ich habe gerade Dings. Warte. Ich habe gerade Mail von Twitch bekommen. Leute, seht ihr mein schönes Hintergrundbild? Leni, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, bis du 18 bist, ne? Aber ich gebe mein Bestes. Was? Das Hintergrundbild. Hast du so noch? Ja. Nein! Ja, klar. Schick mir jetzt ein Screenshot. Warte. Leute, ich habe gerade eine E-Mail von Twitch bekommen, dass ich jetzt Twitch-Affiliate bin. Mashallah. Heißt, ihr könnt euer Geld bei mir ausgeben. Kuss. Sieht man das jetzt schon? Nick, sieht man jetzt schon Dings, so Abonnieren-Button und sowas? Hä, oh mein Gott, du bist einfach immer noch, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich bin Ehrenbruder. Aber eigentlich könnten wir so eine Wette machen, ob ich das schaffe bis zu deinem 18. Weil, guck mal, das Einzige, was dazwischen kommen könnte, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass mir mein Handy-Hintergrund ästhetisch und wichtig sei, ästhetisch und schön sein muss, sonst hätte ich ja nicht dich da als Hintergrund. Boah, ich bin so am Schießen, ich liebe das, ne? Das ist ja mir nicht so wichtig. Das Einzige, glaube ich, was so ein Problem werden könnte, ist, wenn ich irgendwann so eine Freundin wieder habe und die so richtig Auge macht und so sagt, nee, die fühlt das nicht, dass du da Hintergrund bist, weißt du? Direkt Schluss machen. Ja. direkt in All schießen. Nein, Leute, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt mit dem Hintergrund in dem Stream, oder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat mir Leni dieses schöne Bild geschickt. So. Macht alle einen Screenshot jetzt am besten. Oh mein Gott. Für die ganzen schönen Fanpages. So. Und ich hatte das dann einfach als Hintergrund gemacht und ihr zurückgeschickt, weil ich dachte, das ist witzig. War auch witzig für den Moment. Und seitdem habe ich es nicht mehr geändert. Und habe ich gesagt, ich lasse das jetzt, bis Leni 18 wird. Ey, wenn du das durchhältst, wow. Ich schwöre, du darfst dir einfach alles wünschen. Alles? Nein, nicht alles. Na, alles fand ich gar nicht mal so schlecht.
Ich schwöre, ich habe Angst vor dir, weil du wünschst halt echt einfach alles. Leute, wenn Leni 18 wird, kriege ich ein neues Auto. Habt ihr gehört? Aber ich würde nicht kurz die G-Class. Ja, ja, aber ich würde nicht auf Leasing-Basis. Nein, ich würde Barzahlung würde ich mit dir da hingehen. Barzahlung, weißt du? Fürs Feeling. Komm, wir sagen, wenn du es durchhältst, dann gebe ich dir einmal Mac and Cheese beim Kaffee pur. Stark, Leni, stark. Sehr kreativ. Wirklich stark. Oh mein Gott. Okay, wir machen weiter, ja? Ja. Ich kann deine Stimme gerade eh auch wirklich nicht mehr hören. So, da habe ich kein Blatt vorm Mund, sondern ich schieße. Leute, findet ihr manchmal, ich bin zu assi? Aber ich mag das. Ne, das ist halt das Ding, wir sind ein bisschen auf gleiche Wellenlänge, was das angeht. Aber ich glaube, die Zuschauer finden das auch nicht schlimm. Weil es gibt immer diese Leute, die sagen, boah, wie redet er mit ihr und so, weißt du? Nee, ist sympathisch. Okay, gut. Alles klar. Alles gut. Wenn sich irgendjemand davon angegriffen fühlt, ihr könnt einfach die Twitch-App wieder schließen. Und gehen, tschüss. Ja, ja, und Bachelor gucken oder sowas. Auf jeden Fall volles Rohr zurück. Ich mag keine Leute, die oberflächlich sind, zickig sind. Diese Kameraperspektive, ne? Wenn ich eifersüchtig ist bin. Ist doch nicht in ihr Ernst. Hast du das gesehen? Oder hast du gerade mein Handy geguckt? Ich bin auf die Kacke, Alter. Was sind denn das für. Hä? Ja, sowas muss ich ja rausschneiden für YouTube-Zusammenfassungen. Kann ich ja nicht drin lassen. Meine Krallen aus. Wenn man mein Vertrauen missbraucht und mich hintergeht, dann kann man sich eigentlich darauf einstellen, dass es mir keine zweite Chance gibt. Ich bin so. Natürlich. So, das wird auch immer so sein. Dieses Rauchige, ne? Ja. Magst du das bei Stimmen oder nicht? Bei Frauen nicht, ne. Das ist ein bisschen so komische Vibes. Das hat so einfach so Raucherlunge. Ja, ja. Aber das kommt wahrscheinlich auch for real bei ihr vom Rauchen, ne? Die raucht ja. Ja. Mein Lagerfeuer. Oh, Leute, ich küsse euer Herz. Danke für die Erinnerung. Ihr seid die Besten, ne? Ach, ich weiß. Es ging gerade wirklich um alle, aber nicht um dich, Leni. Also es ging wirklich an alle im Chat, aber nicht an dich. Es ging wirklich an, keine Ahnung, wie viele Leute wir gerade sind, aber nicht an dich. Ach, aua. Stark. Leute, stark. Aber wie gesagt, in der gesunden Richtung. Also wenn, nicht, dass du dich selber fertig machst, den Partner nicht einschränkst, sondern manchmal zeigst, hey, du bist meins. Er so, und ciao. Bist du zufrieden mit der Männerauswahl? Ja, also kann man dran arbeiten, ne? Voll. Aber weißt du, ich bin ein Realist, ich beobachte, ich rede mit vielen. Ich beobachte ohne zu reden. Ja, also ich finde Marcel schon sexy. Sieht gut aus. Für mich echt mega interessant. Ja, mit den schönen Weiß. Das sind mehr als offensichtlich Kontaktlinsen, ne? Bei dem. Ja, ja, man sieht das aus 100 Kilometer Entfernung. Ich habe das gerade, also das hat man gerade echt gut gesehen, warte. Da. Siehst du das? Ja, das hat so einen Rand, ne? Ja, ja, du siehst richtig diesen Rand. Alter, stell dir vor, der ist wirklich auf so undercover wegen unterwegs und hat gar keine blaue Augen. Hat er, safe nicht. Safe nicht. Boah, ich guck mal, ob ich ihn auf Instagram finde und dann gucke ich, ob der damals schon blaue Augen hatte. Das Ding ist bei mir, die meisten stecken mich so in eine Schublade, weißt du? So Fuckboy-Schublade. Ja, ja, aber mit denen Frauen will ich auch gar nichts zu tun haben, weil die ein, zwei, sind alle privat. Merken die, du bist ja gar nicht so. Und, ah, ja. Irgendjemand hat gemeint, ich weiß nicht wer, aber irgendjemand hat gesagt, diese Leute die müssen alle privat sein, damit man nicht die Storys gucken kann, ohne denen zu folgen. Seit neuestem, ist so RTL2-Vorgabe oder sowas gewesen anscheinend. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat oder wer das gedacht hat. Also es war vielleicht auch nur eine Vermutung. Weird. 1600 Leute, stark. Stark. Ey, falls ihr noch nicht folgt. Wir sind alle eh nur wegen mir hier. Ach, Lena, ne? Ja. Ich muss mich rechtfertigen für nichts. Mein Motto ist, es reicht zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte. Das heißt, auf der Stelle, ich könnte direkt was mit dir machen. I would be complex. Stark. Sei mal ehrlich, warum bist du hier, um deinen Perfect Match zu finden? Ja, schon. Mich interessiert es schon. Ja. Ehrlich? Was denkst du, wer könnte dir zu dir passen? Das ist, also mich interessiert wirklich ehrlich, wer von Psychologen her zu mir passen würde, weil ich lerne die Person ja kennen sozusagen. Die kann kein Deutsch, die ist mir sympathisch, ich kann auch kein Deutsch. Die sagt, wer von Psychologen her hätte also von mir kommen können. Stark.
weiß aber nicht, dass sie sozusagen mein Perfect Match ist. Ich bin echt ein verrückter Mensch. Und ich finde, man muss mit mir erst richtig reden, um mich einschätzen zu können. Kuschelst du gerne? Ich glaube, jede Frau mag es, oder? Ja, ich bin ein Surprise. Der ist so sympathisch, ne? Würde mich jemand fragen, wenn ich gerade das kennengelernt habe, kuschelst du gerne? Ich würde kotzen. Ja, ja, das ist aber allgemein, genau, die Leute, guck mal, allgemein, wie die sich gerade miteinander unterhalten. Entweder das ist gescriptet, oder die sagen so, ja, ey, stellt beim Kennenlernen und so jetzt nicht so langweilige Fragen, sondern geht mal direkt in die Offensive, so, weißt du? Oh Gott. Aber Hilfe. Aber der Typ ist mir sympathisch, ne? Ich weiß nicht, warum der. Der also, da gerade sitzt? Ja, ja, der macht so einen netten Eindruck, so einen korrekten Eindruck, weißt du? Hm. Und die im Chat schreiben gerade alle, man soll drunter lesen, was unter den Namen steht. Weil das witzig ist. Hat sich 300 Frauen klar gemacht, stand gerade bei dem. Stark. Echt? Ja, ja, normal. 300. Das ist bei mir so ein Wochending, ne? 300 Stück. Ah oh, ja, jetzt gerade mit Corona ist schwer, sind nur so 200, aber normal. Stark, Leute. Kann ich bis jetzt noch gar nicht einschätzen. Ey, ganz kurz, das war Ironie. An alle, die es wirklich nicht verstanden haben. Ich küsse trotzdem euer Herz. Ihr müsst nur ein bisschen noch anfangen, lernen, Ironie zu verstehen. Sonst endet ihr wie meine Mutter. Die versteht meine Ironie auch nicht. Das ist nicht gut. Nein. Versteht deine Mom Ironie? Ich schwöre, in deren Gegenwart rede ich nie ironisch. Ja, anständig. Ich würde die Lena, die kennen, ist wirklich schon eine ganz andere, die so du kennst oder so. Boah, stell dir mal vor, die würden zum Beispiel unseren Chat oder so lesen. WhatsApp. Boah, enterbt. Du wärst enterbt. Safe. Wer mein Perfect Match sein könnte? Überhaupt nee. Nicht, ne, gar nicht. Man muss auf einer Wellenlänge schwingen, ne? Das ist immer das Wichtigste. Jill finde ich wirklich sehr interessant. Also das ist wirklich, sie macht mir so einen positiven Eindruck. Ja, ich gehe jetzt mal. Fand ich auf jeden Fall ein sehr sympathisches Gespräch. Wir werden auf jeden Fall noch mal sprechen. Oh mein Gott. Wie kannst du ein Gespräch so beenden? Wie kann man so reinscheißen? Bruder, sag doch einfach, ja, ey, wir sehen uns. Er sagt, es war ein sehr, der macht eine ganze Google-Rezension, weißt du? Mich wundert, dass er nicht gesagt hat. Mich wundert, dass der nicht gesagt hat, so, waren schon 4 von 5 Sterne das Gespräch. Weißt du? Oh mein Gott. Wiederholungsbedarf. Tag, Masala. Sabrina ist definitiv auf jeden Fall ein großer Favorit. Jill ist eine Person, die eher so ein bisschen zurückhaltend ist. Alles klar. Ja. Aber es ist interessant. Warte. Leute, ich habe den Korb dahin gehängt. Vielleicht seht ihr das. Alter, wow. Ich muss kurz einen Korb werfen. Der tat sogar mir weh. Für die Korb-Vibes. Okay, ich hab nicht getroffen. Leni, wie viele Versuche brauche ich, bis ich treffe? 300 Milliarden. Ja, jetzt sag mal eine anständige Zahl, bitte. Ich sag jetzt eine 6. Okay. Ja, fuck you, bitch. Der war drin. Echt? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt glauben kann. Leute, wer ist krass gut? Schreibt's in den Chat. Ich bin krass gut. Habt ihr die Story gesehen, wo ich Körbe geworfen habe, Leute, bei mir auf Insta? Musst du lachen? Ich dachte einfach, Alter, was ein Opfer. Ey, ne? Und also ohne Witz, ich habe wirklich, was Basketball angeht, Chat, ich habe wirklich in einer hohen, also ich habe in der Nachwuchsbundesliga gespielt. Und wenn man. Du wärst fast Profi geworden, dann hast du dein Bein verletzt. Schade aber auch. Nein, habe ich nicht. Ich hab kennst du immer diese Jungs, die so sagen, ja, ja. Hast Profi geworden, dann hatte ich eine Verletzung. Aua, oh, ich hab Kopfweh. Ich habe aber auch damals immer gesagt, ich bin voll gut im Basketball, ich bin auch voll der Profi, weil ich so einmal in den Ferien in so einem Basketballkurs war. Ich so, ja, ich kann das, ich war in einem Team. Ey, ich kann mir das so vorstellen, wie du das so sagst. Wie du gerade so. Ich hab's jedem gesagt, ich war so in der Ferienbetreuung so einmal in so einem Kurs. Das war so die Zeit, wo man noch so Sportschuhe hatte, die Mama einem ausgesucht hat, diese richtig hässlichen. Ja. Und dann läuft man. Wo man so zusammen in Deichmann reingegangen ist. Genau. Oh mein Gott, diese Zeiten. Ich bin so froh. Ich bin so froh, dass es vorbei ist.
Ich war immer bei Deichmann, ne? Immer. Ich auch. Deichmann. Ich wollte einmal in diesen anderen Laden. Bei uns in der Stadt hieß der TC Buckenmeier. Es war so der Laden, weißt du? Da gab's so, wie heißt dieses? Das ist der größte Dorfname, den ich jemals gehört habe. Pass auf. TC Buckenmeier. Pass auf. Die, kennst du diese Marke, diese O'Neill oder wie das heißt? Ich glaube schon, mit dieser Welle. So eine Skater-Marke, ne? Das gab's da. Boah. Ich wollte einmal da rein, aber da haben Schuhe halt mehr als 30 Euro gekostet. Was waren deine ersten Markenschuhe? Boah, sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Auf jeden Fall irgendwelche richtig hässlichen. Ich kann dir straight up sagen, welche meine waren. Welche? Warte, darf ich raten? Ja. Dings. Oh, scheiße, wie heißen die? Nike, richtig? Ja. Ich hab die im Kopf. Ich weiß gerade nur nicht, wie die heißen. Warte. Die gibt's auch jetzt immer noch. Die werden jetzt auch noch getragen, nur andere Modelle. Air Max, genau. Was? Air Max. Was? Nicht? Woher weißt du das? Echt? Du machst mir gerade Angst. Ja, woher diese weißen, das? Weiß, ne? Nicht was. Ah, fuck. Okay, ich wollte jetzt gerade. Woher? Das macht Sinn. Woher? Nein, wenn man dich sieht, man weiß, deine ersten Schuhe waren richtig hässliche Air Max. Ich fand die so cool. Ich habe die jeden Tag angezogen. Ich schwör's dir, ich hatte nie mehr andere Schuhe an, als ich die bekommen habe. Alter, mach mir doch keine Angst. Ey, jetzt gerade, wo es jemand reinschreibt, meine ersten Schuhe waren Chucks. Glaube ich sogar echt. Ja, ich wollte die immer haben. Das waren meine ersten Schuhe. Nee, wenn das auch zählt, kennst du diese Heelys mit der Rolle dran. Oh mein Gott, ich wollte die immer haben. Ich fand die so cool. Mein Dad hat mir die mitgebracht aus Amerika. Wow, ich habe mich gefreut, ne? Ich bin dreimal von der Schule geflogen, einmal wegen Heelys. Geflogen? Ja. Weil du damit rumgefahren bist? Mhm. Boah, voll frech. Aber das war die sympathischste Situation, weshalb ich geflogen bin. Die anderen Sachen darf ich im Internet nicht ansprechen. Oh, das musst du mir erzählen. Habe ich dir das noch nicht gesagt? Nein. Leute, ich war auf jeden Fall ein nicht sehr korrekter Schüler. Also, was glaube ich? Keiner mochte mich. Bis zur 8. Klasse war ich richtig unbeliebt. Oh, oh. Ja. Einzelgänger war ich. Aber sollen wir weitermachen? Da hatte ich auch noch keinen Glow-Up. War ein Witz, Leute, war ein Witz. War eigentlich kein Witz, aber ich muss einfach, also aus Prinzip muss ich sagen, dass ein Witz war, okay? Meine waren auch Chucks. Irre, Alter. Chucks oder Vans? Stimmt, Vans mit Totenkopf. Sorry, Leni, ja, wir machen weiter. Für mich, ich mag sowas gerne. Ich versuche dann gerne mal ein bisschen hinterher oder ein bisschen tiefer zu grübeln. Ist Jill dein richtiger Name oder ist es noch Leute? Der macht's noch beschissener, ne? Jill ist mein richtiger Name. Ja, und Jill? 2L. In 2L? Finde ich gut. 2L. Ja. Ich mag das, wenn das. Weißt du meinen Namen nicht mehr? Okay, ich habe bis jetzt zwei Namen gemerkt. Einmal Marvin. Ich werde das jetzt so einprägen, dass du das merkst. Er ist Next Level Cringe. Ich muss das zurückziehen. Also, er war mir sympathisch, ist er auch immer noch, ne? Aber er ist Next Level Cringe. Weißt du, an wen er mich erinnert? An wen? Von Temptation Island, dieser Max. Oh, ja, der ist auch so lost. Richtig lost. Und der hat auch diesen leeren Blick. Ja. Stimmt. Ich glaube, der heißt sogar Max und sieht ihm sogar ähnlich. Die erinnern mich so krass aneinander. Ja. Ey, Chat schreibt, safe, er küsst sie jetzt. Nein, oder? Niemals. Nein. Wenn er das macht... Boah, dann hat der Bulleneier, ne? Ciao. Maximilian der Große. Kennst du Maximilian der Große? Ich weiß zwar nicht, was. Klappt's? Hast dich stumm geschaltet, ne? Stark. Leute, Leni hat gerade Lachflash. Mach doch wieder Mikro an. Ich weiß doch nicht, was er erreicht hat, aber maximal. Jetzt wirst du es nie wieder vergessen. Maximal. Maximilian. Okay. Ja. Oh mein Gott, das ist so fucking unangenehm. Ey, ich stoppe viel zu oft, ne? Die würde einfach nur so gerne weg. Wir kommen gar nicht voran. Scheiße, wir haben so wenig bisher geguckt davon. Wie findest du ihre Hose? Geht noch ein bisschen kürzer, oder? Ich hätte auch gesagt,
man kann halt so, dass die Hintertaschen, dass man die nicht mehr sieht. Das, so weit könnte man schon noch abschneiden. Ja. Safe. Dann wünsche ich einen schönen Abend. Ja, ciao. Bye, bye. Die verabschieden sich. Also die sind im gleichen Haus. Hat zwar keine Tattoos, hat keine Piercings, aber irgendwie mag ich seine Ausstrahlung. Wir schliffen hier. Hier ist noch frei. Hier schläft Maximilian. Da ist frei, da schläft noch einer. Maximilian? Maximilian der Große. Mhm. Kennst du Maximilian der Große? Ja. Habe ich gerade mit ihm gesprochen, der Große? Ja. Hier ist das ist frei. Auch meiner. Deswegen hat er sich schon neben mir gelegt. Ach, die fand den jetzt wirklich gut. Ich bin gerade auch ein bisschen älter. Ich bin voll, also ich bin, ich verstehe gerade ihre Taktik nicht, ne? Ich bin gerade auch ein bisschen... Was hast du gerade gesagt? Ich verstehe es gerade nicht. Man hat einfach nichts verstanden. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, ich habe nichts gesagt. Ich war gerade ein bisschen perplex. Ja, ja, das meinte ich, Leute, mit Lenis Lost. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gerade gehört? Einfach nur so sehr, 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 sehr stark, ne? Ich mache das immer voll oft. Weil das Ding ist, ich denke den Satz in meinem Kopf durch, aber ich spreche nicht aus. Ja, ja. Das machen nur Hochbegabte. That's true. Nee, das war ein Witz. And that's a period. Oh nein. Was ist denn so dein Typ? Der wäre ja schon exotisch. Ich habe so meine Favoriten schon, ja. Aber jetzt, wo ich mich spezifisch drauf belege, noch nicht. Nee, ich will erstmal alles kennenlernen. Also ich bin da sehr exotisch. Ja? Tatsächlich, ja. Exotisch. Exotisch? Ach so, deswegen ehrlich? War die ganze Zeit... Bei mir Zeit hat er was anderes gesagt, glaube ich. Hast du einen bestimmten Typ, auf den du stehst? Also, überhaupt ist... nicht. Geh schon los, der Alter. Der hat keinen Typen. Take me and love me. So, jetzt alle aufstehen, bitte. Wiener, mach so, auf dich. Auf dich. So, auf einen geilen Abend. Viel Liebe, Glück, Gesundheit, was auch immer. Alles Mögliche, was man so braucht und nicht braucht. Also Leute. Das kann ich gar nicht starten. Produktion, Musik bitte! Let me take you sein Akzent ist so lustig. Ja, übel. Aber ich sag dir ehrlich, die Mädels sind immerhin hübscher als die bei Temptation Island. Temptation Island war lost. Was ich verstehe Temptation Island sowieso nicht. Ja, also wer da hingeht, ist, der hat, sagen wir mal, wer da hingeht, muss im Kopf so sein wie Leon Content. Wenn er Sprachmemos macht. Weißt du, was ich meine? Ja. Man hat bei diesem Jahr so rausgehört, wie du findest. Wie du. Man hat so gemerkt, wie du so Dings, diese Lachen, weißt du, wenn du was sagst, musst aber lachen, man hört das so, dass, weil diese Stimme sich verändert. Ja. Ciao, ich hab mein Mikro angespuckt. Ich auch. Bah, Junge. Ich hab grad richtig gespuckt, das war grad... Konkurrenz, ja, es gibt viele gut aussehende Mädels dabei. Ich merke halt immer, das war mein ganzes Leben lang schon so, dass ich halt bei Männern sehr gut ankomme. Ich sehe jetzt da eigentlich niemanden, was mir irgendwie so gefährlich werden könnte. Was also, mir gefährlich normalerweise werden steche ich halt mit meinen Augen raus. Ja, dann haben wir so einen Husky-Kollegen. Es gibt wirklich keinen Typen, wo ich sage, okay, der kann mir das machen, so Wasser rechnen. Ich denke, alle sind auf ihre Art und Weise korrekt. Noch. Was also, wir machen das so, auf den, der die Flasche zeigt, der muss sich hinlegen. Okay. Flaschen drehen am ersten Abend auch stark. Einer muss aus dem Bauch trinken, egal. Ja, wen willst du? Ich? Ja. Also gut. Oh mein Gott, wir hatten so ein lustiges Spiel. Einfach abgeschminkt, ne? Ja, nee, sag lieber nix. Ne? Ich möchte nicht irgendwie... heute Nacht oder so einen Anruf von Ramona kriegen und sagen, Cedric, darfst nie wieder mit Leni streamen. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen. Also auf jeden Fall hat Marco aus meinem Bauchnabel getrunken. Oh, ich finde das richtig ekelhaft. Die ist richtig stolz. Boah, Alter. Mir scheißegal, komm her, du. Sind wir uns alle einig, Leute,
Boah. Dass da, also. Heavy. Die fragen sich, wie Corona übertragen wird. Ich sag's euch, über Bauchnäbel. Heavy, wow. Ich bin fast gekommen, ey. Yeah, I'm getting in the zone. Bro, hast gehört, ne? Wow. Wen willst du? Was ich will, ich will. Wenn er jetzt die nimmt, dann fick ich den. DJ? Mit mir Stress kriegen kann man auf jeden Fall. Aber ich glaube, der denkt, der ist Playboy, so, weißt du, was ich meine? Wer denkt Playboy? Du bist hier der Nächstes Mal bist du dran. Wir nehmen dich. Oder mir ist das auch scheißegal. Oh, der ist, ey, der ist richtig angefressen. Und da sind noch nicht mal Rollen verteilt, ne? Der kleine Zwerg. Dick, und danach noch so. Wow. Aber die sollen aber doch nicht heiraten. Mich schon an? Weißt du, der hat's gesehen. Die spielen Flaschen. Ich glaube, da wird es auch irgendwann krachen. Sobald es auch um die Männer geht, da wird es auf jeden Fall krachen. Ich bin kein Typ, mit dem man spielt. Warum juckt mich das jetzt? Ey, was ist mit dem? Langweilig. Boah, der hat harte Nein, Probleme, ne? Der ist richtig Aggressionsprobleme. Ja, der hat Dings mit, wie heißt das? Persönlichkeitsentwicklung ist bei ihm bei 12 hängen geblieben. Ab da hat es keine Updates mehr gemacht. Junge. Fick dir schon den Kopf, ne? Erster Tag. Ich schwör's, der erste Tag. Ja, in 30 Tagen sind wir alle. Ich schwör's, der erste Tag, mein Kopf schmiert. Lass es. Hockt alle heulend, jeder hockt heulend in der Ecke. Der muss auch noch fallen, glaub mir. Ich hab's auch schon gemerkt, dass er noch dachte, zu jedem was anderes. Und mir sagt, okay, aber die Blenderin hat er einmal geben zu tun. Sagt er, weiß er nicht, weißt du? Sie auch noch neben ihm. Der macht mit seiner Masche. Ach, die macht auch Auge, weil die fand den doch auch geil. Ja. Jetzt leckt sie ihren Bauchnabel, deshalb macht sie Auge und lästert gerade über ihn. Das ist eine Truppe. Dann werde ich auch das auf jeden Fall für mich erobern. Soll ich jetzt nehmen? Nein, ne? Auf jeden Fall. Nein. Zeig mal Eier, Digga. Doch, mach mal. Zeig mal Eier. Ja, ich bin die Jill. Wow, die haben alle Probleme, ne? Ich weiß, es ist nur ein Spiel, aber es hat mich gestört. Es hat mich richtig gestört, dass er Jill ausgewählt hat. So, Abturn. Ja, stark. Ja, safe. Aber hast du gesehen, wie er das genossen hat gerade? Ja, ist ja. Ich komme darauf gerade nicht klar. Leute, das ist die. Wir gucken gerade die erste Folge, ne? Nur so. Ja, ich gerade erst kennengelernt, Mann. Ich gehe auf Toilette. Ich bin einfach ein bisschen sensibel. Aber warum ist jetzt schon eifersüchtig, hä? Warum kann Schminke so viel bezwecken manchmal? Ich hasse sowas. Das ist einfach so eine abgrundtiefe Eifersucht. Die hat nicht mal das Recht dazu. Wer ist sie? Ja. Eigen. Und ich distanziere mich dann so unterbewusst ein bisschen von ihm. Hast du Top 3? Also Top 1 war ja eigentlich Sascha, der mit der Cap. Aber dann hat er bei diesem Spiel die Jill gewählt. Ich nehme die Jill. Ja, genau. Schön auf der Brust. Ja, der hat gerade so verkackt. Der hat gerade so verkackt. Starker Typ. Mein kleiner Schweizer. Ja, du? Darf der Schweizer ein bisschen so? Ja, komm rein hier. Also komm, Schweizer braucht ein bisschen Gesellschaft. Mit Marco verstehe ich mich richtig gut. Also wir sind voll auf einer Wellenlänge. Das gefällt mir mega. Ich meine es richtig, ich schwöre. Ja. Du bist mein Bro. Bro? Scheiße, Mann. Stark. Du weißt doch, wie ich meine. Ich dachte nicht, dass du mein Match bist. Das glaubst du bei mir auch nicht. Ja, die Laura ist schon sehr der wird nur gekocht sehr gerade. Süß. Richtig. Also definitiv ein Favorit. Dann war eigentlich der mit den blauen Augen, aber der ist komplett raus bei mir. Ja. Aber deine Augen sind wirklich krass. Aber deine sind auch krass. Das sind krass. Nein, das ist krass. Oh mein Gott. Danke. Das ist okay, ja? Aber der ist raus bei mir. Gut.
Und jetzt finde ich auch den noch richtig nice, der mit der weißen Cap. Dort ganz hinten. Ich. Ja, stimmt. Nicht schlecht. Der ist so erwachsen. In einer Beziehung gehört auch Streit dazu, weißt du? Das hält interessant. Das ist einfach so. Es kann nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Es ist ja das Interessante. Er ist so lustig. Er ist so lustig. Er sagt einfach so, zu einer Beziehung, also Streit muss halt auch sein. Stark. Hä, wenn es ohne. Hä? Okay, egal. Ja, okay. Doch, irgendwo gehört Streit schon dazu. Ja, ja, das ist normal, aber es muss doch nicht sein. Also, wenn man sich's wegwünschen könnte, würde man sich's doch wegwünschen. Und, ja. Naja, sag deine ehrliche Meinung. Wenn du sagst nein, sag nein. Ich weiß nicht, das ist schwer zu beurteilen. Also, findest du es wichtig, damit man so ein bisschen diese. Damit man. Ich glaube, damit man so zusammen wächst, you know? Damit man weiß, was dem anderen gefällt, was ihm nicht gefällt und so. Ja, ja, okay, stimmt. Ich fühle, was du meinst. Aber wenn man es weg. Ich sag mal so. Natürlich ist es gut, wenn man so wenig Streit wie möglich hat. Dass man schnell ein Abkommen findet. Ja, und logisch, wenn umso länger du zusammen bist, umso weniger streitet man ja auch, weil man. Ja. Weil man sich irgendwann kennt. Also meine Eltern zum Beispiel, die streiten sich ja gar nicht mehr. Mhm. Also ist ja jetzt unterschiedlich, aber ne? Nur Beispiel. Ja, aber ich habe Bedenken, weil er hat sich noch nie so richtig ausgelebt und ich glaube, das kommt bei jedem. Ich kann dich gar nicht einschätzen. Ne? Warum? Keiner kann mich hier einschätzen, ne? Ich weiß nicht. Irgendwas hast du, was hier keine andere hat. Ich kann es dir nicht sagen. Mit der Jill könnte ich mir auf jeden Fall auch, was heißt mehr vorstellen, aber ich glaube, da. Das sehen wir beide schon gleich. Ich finde dich cool. Ja. Erstmal dachte ich so, das ist voll der Player, so, ne? Als ich gesehen habe zum ersten Mal. Das, glaub ich, hattest du. Oder warst du das? Hattest du dieses neongelbe Oberteil an? Ich hab dich, glaube ich, du bist dir, glaube ich, als erstes aufgefallen, als ich da drin geguckt habe. Ich hab dich so gesehen. Vorne, ne? Ich hab dich aber auch gesehen. Und war dein Name nochmal? Jill. Waren die ersten 30 Sekunden, die nicht cringe waren, hintereinander. Ja, du sagst ja direkt aus wie so ein Player, aber ich, so, wenn man mit dir redet, du bist voll korrekt. Ich finde das Feier, das richtig. Siehst du? Ja. Das sehen halt nicht so viele, aber. Ja, mal schauen. Also, ich schließe da nichts aus, aber bis jetzt habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich mich jetzt krass angezogen fühle. Hast du schon, habe ich dich eigentlich schon gefragt? Was? Hast du schon so deine Favorites? Maximilian. Der flirtet zwar gerne, ich habe ihn schon abgecheckt, aber trotzdem, er kommt immer wieder zu mir zurück. Ja. Also ich habe das Gefühl, ich glaube, ich werde dich als erstes wählen. Wow, was? Echt? Ja, ja. Ich dachte nicht, dass das jemand gleich sagt, so direkt ins Gesicht. Ja, echt? Ja. Ja, ich könnte mir das auch gut vorstellen. Ja, ich glaube, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Deswegen werde ich es auf jeden Fall machen. Freut mich zu hören. Komm, kuscheln. Nein. Nein? Weiß nein. Ich doch, ich habe nichts dagegen, aber ich bin halt eine Person, ich bin nicht leicht zu haben. Er hat mich halt. Bro. Warum? Sado, aufpassen. Leute, ich habe kurz eine Story gepostet. Deshalb folgt mir auf Instagram. Oh, yeah. Ja, da braucht man nicht viel zu sagen eigentlich, aber... He did this for what? Hast du gehört, was der gesagt hat? Was hat er gesagt? Der meinte, komm kuscheln. Ja, ja, ich weiß. Alter. Aber sie dann auch so, guck mal, du wirst doch da auch nicht drauf antworten, ich bin nicht den ich bin nicht so eine Satz. Kuscheln ist ja nicht, ne? Aber trotzdem, du würdest halt, eigentlich würde man sagen so, warum sollte ich jetzt mit dir kuscheln? So, wir kennen uns seit sagen, zwei Stunden. Du Dummer. Ich bin einfach gekotzt an der Stelle. Einfach so, auch wenn man nicht kotzen muss, weißt du, aber so Finger in den Hals gesteckt, damit man kotzt. Einfach so, ciao. Bisschen unter Druck gesetzt gehabt, hatte ich das Gefühl, ich mag deinen Charakter, ich mag deine Art, alles. So, weißt du mich? Aber ich verstehe mich auch mit dem und mit dem. Verstehst du? Ja, dann ist aber falsch. Ja, aber nein. Oh, Katastrophe. Hey, es ist ja immer noch auch so, dass wir hier bei Are You The One sind. Ja, und? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Aber weiter. Deshalb muss ich mit allen reden. Musst du nicht. Wenn ich mit einer Frau bin, gibt es keine halben Sachen. Hier, geh mit ihm. Ja. Das ist dann, wo ich sage, guck mal, das gehört sich nicht. Irgendwie muss man ja mit jedem mal kommunizieren.
Kann man so viel Müll reden? Boah, der kann ausrasten. Ist aber, du musst dich in die Reihen versetzen. Die haben einfach ein paar Gehirnzellen weniger als so der normale Mensch, weißt du? Ich merk's. Deshalb ist einfach für viele auch einfach nicht so leicht, dann auch geradeaus zu denken. So. Ne? Bisschen Mitleid auch. Ein bisschen Empathie fühlen, bitte, Leni. Danke. Cringe-Trompete. Ja, ja, ist Zeit. Es ist an der Zeit, liebe Freunde. Sogar Leni kennt die Trompete. Und sie dachte, es ist eine Flöte. So hört sich eine Flöte an, ne, Leute? Ich hab... Starke Flöte. Alter.